Wir sind uns auch nicht scheu vor der Breite oder vor der Länge. Das sind die Lüftungsklappen, die sind typisch für Caravan-Hersteller aus Schweden. Wir arbeiten mit auf allerhöchstem Niveau, unsere Qualitätssicherung ist auf allerhöchstem Niveau. Und anders als bei anderen Herstellern beispielsweise, gibt es bei uns dieses Autarkie-Paket auch gar nicht. Wir sind heute bei einem schwedischen Hersteller namens Polar, der übrigens im kommenden Jahr sein 60-jähriges Jubiläum feiert. Mein Name ist Thomas und neben mir steht der Kjelle. Herzlich willkommen. Ja, hallo Thomas. Hallo Kjelle. Ja, und damit an euch ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Camping Turtle. Wir werden uns hier bei Polar gleich zwei Modelle anschauen, oder besser gesagt zwei Linien, nämlich auf der einen Seite die Black Line und auf der anderen Seite die Blue Line. Und Kjelle, du kannst uns ja vielleicht schon mal zwei, drei Takte zu euch als Hersteller erzählen. Was zeichnet Polar denn eigentlich aus? Ja, sehr gerne. Polar ist eine Marke, die gibt es seit mittlerweile über 60 Jahren. 1964 wurden wir gegründet. Wir haben unseren Hauptstandort in Nordschweden. Du musst dir vorstellen, du fliegst bis Stockholm, dann Stockholm, Östersund oder Umeå und dann noch 2 Stunden mit dem Auto tief Richtung Norden. Da sind wir zu Hause, mitten in Dorothea, das ist Norrland. Und da ist unser Produktionsstandort. Dort produzieren wir mit ca. 120 Mitarbeitern. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, unsere Stadt, wo wir herkommen, ist nicht so groß. Unsere Region ist nicht so groß. Es leben nicht so viele Einwohner dort. 2500 Einwohner auf 600 Quadratkilometern Fläche. Ja. Dementsprechend sind wir da, ja, haben wir sehr viel Platz. Ja, und heute wollen wir uns etwas ganz Besonderes anschauen, nämlich zwei unterschiedliche Linien. Und Kjelle, vielleicht kannst du uns zunächst einmal erläutern, was haben die beiden gemeinsam und ganz grob gefasst, was sind die Unterschiede? Die Gemeinsamkeiten sind relativ klar. Jeder unserer Polars wird mit einer Alde Warmwasserheizung ausgestattet, bedeutet auch Fußbodenheizung. Und es ist keine Fußbodenheizung, die wie andere Hersteller beispielsweise über elektrische Kabel funktioniert, sondern wir haben eine wirklich wasserführende Fußbodenheizung. Ja. Das sind ist zum einen ein großer Punkt, zum anderen ist unsere Isolierung Standard bei uns in jedem Wohnwagen, egal ob sie jetzt die Blackline oder die Blueline so, oder ein Standardmodell. So, dass man die Wagen im hohen Norden eben auch nutzen kann? Genau, so, dass man die im hohen Norden nutzen kann. Wir haben immer 5,2 cm im Boden Isolierung, 4,4 im Dach und Wand, also sind top isoliert, sind da auch marktführend bei der Isolierung. Wir haben immer ein Skifach dabei, damit auch im Winter natürlich auch Wintersport betrieben werden kann. Ja, ja. Und was klassisch ist, unser Interieur ist immer dunkel, immer nordschwedisch, das ist unsere DNA, so wollen wir bleiben. Wir werden nicht mitteleuropäisch und das zeichnet uns ein bisschen aus. Das mag nicht jedem gefallen, aber wir haben Gott sei Dank vielen, denen es gefällt. Und das sind so die Kernsachen, die Gemeinsamkeiten sind. Jetzt muss man dazu sagen, die Blue Line und die Black Line sind Jubiläumsmodelle. Mhm. Wie du schon in deiner Erläuterung gesagt hast, werden wir 60 Jahre alt dieses Jahr. Und daraufhin haben wir 3 Grundrisse in der Blue Line als Jubiläumsmodelle kreiert und 2 in der Black Line. Ja. Die unterscheiden sich im Wesentlichen einmal durch die Länge. Die Black Line sind auf einer Tandemachse gebaut, die Blue Line sind auf einer Monoachse gebaut. Und es ist so, dass die Black Line ein völlig anderes Interieur haben, aber dazu, das werden wir gleich sehen. Ich glaube, dann kann man es besser erklären. Auf jeden Fall. Wir wollen nicht alles vorwegnehmen. Und die beiden Linien unterscheiden sich auch preislich voneinander. Und auch dazu kommen wir dann ganz am Ende. Zunächst einmal machen wir aber das, was wir immer machen. Denn ich gehe wie immer hinter die Kamera und folge jetzt dem Kjelle. Und wir fangen gleich an mit, ich würde sagen, der Blue Line, oder? Richtig, machen wir. Hervorragend. Let's go. Kjelle, eine Gemeinsamkeit, da wir gerade über Gemeinsamkeiten gesprochen hatten, ist ja, dass beide Sonderserien Glattblech verbaut haben. Richtig, wir stehen hier vor unserem Polar 620 BSA Blue Line und genauso wie in der Black Line haben wir hier das Glattblech verbaut. Normalerweise verbauen wir in unseren Standardserien Original und Selected immer noch Hammerschlag und eigentlich nur in der Customized Serie haben wir Glattblech verbaut mit eben diesen schwarzen Applikationen. Ja. Das ist hier eine Besonderheit. Das wollten wir zum 60-jährigen Geburtstag unseren Kunden auch gönnen, sage ich jetzt mal. Und deswegen haben wir bei unseren Jubiläumsmodellen überall das Glattblech verbaut. Ja. Was alle eure Fahrzeuge gemeinsam haben, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist, dass ihr ein Skifach integriert habt. Das ist richtig. Wir haben in jedem unserer Polars, egal wie lang, egal wie kurz, ein integriertes Skifach, wo man eben seine Skier lagern kann. Dieses Skifach ist auch beheizt, bedeutet, dass es auch im Winter, wenn die Skier nass sind, über die Nacht trocknen kann und somit kann man am nächsten Tag wieder unbedenklich und mit trockenen Skiern in den neuen Skitag starten.
Ja, nun habe ich mich ja schon so ein bisschen bei euch umgeschaut und ich muss gestehen, ich habe noch keine vorgehangenen Fenster gefunden. Verarbeitet ihr ausschließlich Rahmenfenster? Richtig, wir machen nur unsere Produktion mit Rahmenfenstern ausschließlich, die kommen von Dometic. Genau, also vorgehangene Fenster gibt es bei uns nicht, egal in welcher Baureihe. Wunderbar. Dann lass uns einmal ganz kurz noch hier außen lang laufen. Und zwar habe ich da das große Staufach noch gesehen. Richtig, wir haben hier ein großes Staufach verbaut. Das können wir haben hier beim Einzelbettengrundriss können wir dieses Staufach auch auf der anderen Seite optional dazu bestellen. Das ist kein Problem. So kann man von außen, aber auch von innen an eben die Staumöglichkeiten kommen. Gerne wird natürlich auf der anderen Seite die Außenstauklappe auch noch mitbestellt. Ja. So hat der Kunde die Variabilität, eben aus beiden Möglichkeiten zu schöpfen. Einmal aus der innenliegenden Staumöglichkeit und einmal von außen. Ja. Prima, Kjelle. Dann würde ich sagen, lass uns doch am besten gleich mal reinlaufen in das Fahrzeug. Ja. Und du hattest ja bereits eingangs gesagt, dass ihr ausschließlich dunkel arbeitet. Das heißt, dunkles Holz ist bei euch Usus. Man muss ja dazu sagen, der Trend geht ja, ne? Gerade so ein bisschen zum Hellen. Das hattest du ja auch gesagt. Richtig. Aber ihr habt gesagt, nein, auf den Zug springen wir nicht auf. Nein. Wir sind, wie wir sind. Wir sind, wie wir sind. Wir sind nordschwedisch, typisch nordschwedisch. Wir haben das Holz hier, was verbaut ist, auch die Böden. Das ist alles sehr dunkel gehalten. Was den Wagen natürlich wiederum hell macht, sind die hellen Schrankklappen. Aber im Grundsatz ist immer das Thema, wir sind dunkel, bleiben beim dunklen Holz und so wollen wir uns auch nicht, da wollen wir uns auch nicht von verabschieden, weil das ist nun mal unsere DNA und das unterscheidet uns auch wiederum von anderen. Das ist nicht jedermanns Geschmack, aber Gott sei Dank von vielen. Und so bekommen wir auch viele positive Rückmeldungen eben auf dieses dunkle Holz, weil es natürlich auch eine Gemütlichkeit hervorbringt, wenn man, ich sag mal, bei einem Regentag in seinem Wohnwagen sitzt mit der Ambientebeleuchtung im Hintergrund, die auch dimmbar ist. Und da hat man einfach eine große Form von Gemütlichkeit, wenn das dunkle Holz macht's einfach sehr wohnlich. Ja. Ich habe gerade vorne gesehen, dass ihr wahnsinnig viele Grundrisse anbietet. Und dann habe ich dir die Frage gestellt, kann man denn eigentlich jeden Grundriss auf jede Größe anwenden? Und hast du gesagt, fast. Das heißt, bei den ganz Kleinen wird es natürlich so ein bisschen enger. Das heißt, da bekomme ich jetzt vielleicht nicht jede Bettgröße rein. Aber ansonsten seid ihr da sehr variabel. Wir sind bei den Grundrissen, das ist richtig, sehr variabel. Wir fangen bei den Kleinsten an mit einer Gesamtlänge inklusive Deichsel bei 7,17 Meter. Da ist tatsächlich nur das Französischbett möglich. Bei der nächsten Größe sind wir schon bei Einzelbetten und danach die Größe, die ist dann 7,99 Meter inklusive Deichsel. Das ist unser 590er. Der ist dann auch schon mit Heckbad bestellbar. Also wir sind relativ flexibel in den Grundrissen und je größer unsere Wohnwagen werden, desto mehr Grundrisse sind auch überall möglich. Ja. Um mal so einen Überblick zu geben, wie hier die Größenverhältnisse sind. Wie lang ist hier der Aufbau? Hast du das ungefähr im Kopf bei diesem Fahrzeug? Der Aufbau dieses Fahrzeugs ist um die 7 Meter und 10 Zentimeter. Okay. Ja, jetzt haben wir hier den Grundriss mit den Einzelbetten. Ist das ein Grundriss? Wir sind ja, ich glaube, das kann man so ein bisschen am Hintergrund vielleicht erkennen, immer noch auf dem Caravan-Salon. Ist das ein Grundriss, der momentan sehr gefragt ist oder tendieren die Leute gerade? Das ist tatsächlich, diesen Grundriss, den haben wir in der Aufbaulänge und in der Monoachse letztes Jahr beim Caravan-Salon vorgestellt und ist seit letztem Jahr einer der bestverkauftesten Grundrisse, gerade für Personen, die vielleicht nachts auch mal raus müssen, so müssen sie ihren Partner nicht stören etc. pp. Und das Heckbad wird immer beliebter, gerade auch bei Dauercampern. Du musst dir vorstellen, es ist so, dass wir einen Großteil unserer Wohnwagen sowohl an reisende Camper, aber auch an Dauercamper verkaufen. Und da ist es einfach sehr gewünscht, wenn man ein großes Heckbad hat. Das hat man hier und da ist jeder Komfort geboten. Ja. Diese beiden Linien, wir sind ja jetzt, wie wir eingangs gesagt hatten, in der Blue Line. Was zeichnet die Blue Line? Wir wollten ja so ein bisschen auch auf die Unterschiede eingehen zwischen Black Line und Blue Line. Was zeichnet denn die Blue Line hier im Innenraum aus? Die Blue Line zeichnet zum einen aus, dass wir ein anderes Holz verbaut haben. Ja. Das ist das ursprüngliche Polarholz, was jeder Kunde auch schon seit Jahren kennt. Also du meinst hier das Dunkle, was wir hier auf den Schränken sehen? Genau, wir haben ein anderes Polster verbaut als in der Black Line. Wir sind von der Ausstattung
sehr weit von der Blackline entfernt. Wir haben keine Dachklimaanlage etc. pp. Also da gibt's schon wirklich große Unterschiede, die sich natürlich dann auch im Preis widerspiegeln. Ja. Jetzt hast du gerade die Polster angesprochen und die Andersartigkeit der Polster. Bin ich denn hier trotzdem flexibel oder seid ihr hier genauso wie beim Holz festgelegt? Das heißt, gehört hier grau zu braun oder könnte ich hier beispielsweise auch etwas Helleres nehmen? Das können wir sicherlich per Kundenwunsch arrangieren. Grundsätzlich ist in der Blue Line dieses Polster vorgesehen. Wenn etwas anderes vorgesehen ist, dann machen wir das natürlich möglich. So flexibel sind wir, das ist kein Problem. Gilt das Gleiche auch für die Arbeitsflächen beispielsweise und die Farbgebung? Oder? Das Gleiche gilt auch für die Arbeitsfläche nicht, aber für die Küchenrückwand. Das heißt, da gibt es Variationen? Oder? Da gibt es mehrere Variationen, genau, aus denen der Kunde wählen kann. Ja. Ja, ich mag ja Küchen sehr gerne. Küchen und Bäder, ehrlich gesagt. Ich finde, das beides ist es, was was einen wohnlichen Wohnwagen ausmacht. Und eine Sache, die natürlich in einer Küche ganz besonders ist, ist beispielsweise eine Dunstabzugshaube. Das ist nicht wirklich Usus, aber gehört hier dazu, ja? Das ist bei uns in jedem Polar serienmäßig, die Dunstabzugshaube. Der Backofen, der Gasbackofen ist nicht serienmäßig, aber hier in der Blue Line ist er auch mit drin. Also kriegt man in der Blue Line ein relativ voll ausgestattetes Fahrzeug im Vergleich zu anderen Herstellern. Prima. Dann werfen wir mal einen Blick auf die andere Seite. Was habt ihr hier für einen Kühlschrank verbaut? Hier haben wir einen Tedford-Kühlschrank verbaut, der sowohl ein Gefrierfach hat, aber auch eine große Staufläche hat. Perfekt für jedes Campingvergnügen, was so ansteht. Wunderbar. Worauf man vielleicht auch noch eingehen kann, ist, dass wir ein beheiztes Schuhfach hier unten haben. Kannst du das einmal aufziehen, bitte? Ja, da kann man seine Schuhe nach dem Winter reinstellen und dann ist das beheizt. A, trocknen die und bevor man dann auch wieder den Wohnwagen verlässt, hat man warme Schuhe. Das gleiche gilt für die Garderobe, die ist auch beheizt. Ja. Und du hattest ja gerade gesagt, die Aldeheizung, die hier verbaut ist, die beheizt eben auch den Boden. Das heißt, wir heizen hier nicht elektrisch, sondern du hast hier tatsächlich Warmwasserschlingen verlegt. Genau, richtig. Und gibt es darüber hinaus auch noch Auslässe oder funktioniert das rein über den Boden? Nein, da gibt es auch darüber hinaus noch Auslässe. Die sind überall an allen Ecken des Wohnwagens verteilt. Ja, verteilt, genau, richtig. Sehr gut, dann schauen wir uns doch mal das Schlafgemach an. Ja, wie gesagt, hier ist, das ist der Einzelbettengrundriss, von dem du ja gesagt hattest, dass er recht populär ist, dass er richtig, recht gut angenommen wird. Und hier sehe ich tatsächlich eine Besonderheit. Was ist das für eine Klappe hier? Das sind die Lüftungsklappen, die sind typisch für Caravan-Hersteller aus Schweden oder beziehungsweise aus den nordischen Ländern. Du musst dir vorstellen, gerade im Winter wird es da, wo unsere Wohnwagen produziert werden, bis zu minus 30, minus 40 Grad kalt. Und da wollen unsere Kunden natürlich nicht das Fenster auflassen. Um trotzdem aber eine Luftzirkulation im Wohnwagen zu haben, gibt es diese beiden isolierten Lüftungsklappen an beiden Seiten. So wird es nicht zu kalt im Wohnwagen, aber man hat trotzdem die Frischluftversorgung. Okay. Ja, dann hast du hier über den Betten, hast du auch nochmal rechts und links, das ist parallel oder symmetrisch gestaltet, hast du nochmal zwei große Schränke mit Hängemöglichkeit? Genau, richtig. Die bieten wir an, die muss der Kunde nicht nehmen. Sind aber tatsächlich beliebt, weil sie einfach weitere Staufläche bieten. Ja, nochmal, weil wir ja wie gesagt auf die Unterschiede zu sprechen kommen wollen, gehört das zu diesem Modell dazu? Das heißt, gehört zu diesem Modell dazu. Ja. Sind denn hier eigentlich auch Dinge verbaut, die wir jetzt gegebenenfalls schon gesehen hatten? Du hattest das über den Herd gesagt, beziehungsweise den Ofen, die nicht Standard sind, also nicht zu der Blue Line dazugehören? Oder ist das alles, was wir hier sehen, im Grunde genommen schon so, weil wir nachher ja auf den Preis zu sprechen kommen? Was hier in der Blue Line nicht serienmäßig ist, ist unser Polar Connect. Das bedeutet, dass wir haben, grundsätzlich kann man den Wohnwagen immer über unser Bedienpanel hier steuern. Dort kann man das Licht einstellen beispielsweise und dimmen. Da kann man die Temperaturen einstellen. Man kann sein Handy mit dem Bluetooth verbinden etc. pp. Das ist das Bedienpanel auf der einen Seite. Zu Polar Connect lässt sich sagen, dass man, wenn man diese Option mitbestellt, bekommt man eine Alarmanlage mit dazu und man kann sein Handy über eine App steuern. Das heißt, man kann die Temperatur einstellen, man kann den Strom an- und ausmachen, was den Kühlschrank angeht, etc. Man kann gucken, ob jemand im Wohnwagen da war, beziehungsweise bei Einbruch bekommt man sofort eine Push-Up-Nachricht auf sein Handy. All solche Dinge, man kann die Füllstandsanzeigen etc. pp.
Und das heißt, wenn du das Polar Connect also nicht wählst, dann hättest du hier wahrscheinlich eben physische Knöpfe oder eben eine... Nein, dann hat man auch das Panel, allerdings entfällt dann die Möglichkeit, den Wohnwagen über sein Handy zu steuern. Ah, verstehe. Okay. Und die Alarmanlage ist dann auch nicht mit dabei. Okay, alles klar. Ach so, das, was wir gerade über uns sehen, das gehört tatsächlich zum Wagen. Das ist jetzt keine Messeinstallation, sondern das ist die Alarmanlage. Das gehört zum Wagen, genau, das ist eine Alarmanlage. Die sichert die Tür etc. und auch die Fenster. Und sobald jemand, die nimmt Bewegungen im Wohnwagen auf, und sobald der Wohnwagen geschlossen ist und Bewegungen im Wohnwagen stattfinden, löst sie quasi aus. Okay. Kjelle, wollen wir uns mal das Bad anschauen? Sehr gerne. Ja, dann wechseln wir jetzt hier mal so die Seiten und du darfst gerne vorlaufen. Ja, wir haben hier ein Bad über die komplette Breite. Richtig. Und apropos Breite, du hattest ja am Anfang auch gesagt, ihr fertigt alle eure Wohnwagen in 2,50 Meter Breite. Also, genau. Das richtig. Heißt, es gibt auch gar keine schmalere Option. Nein, ist nicht möglich. Wir haben hier eine vollwertige Dusche. Jeder Polar kommt immer mit einem Abwassertank und einem Frischwassertank mit jeweils 40 Litern. Optional kann man den Frischwassertank noch auf 60 Liter hochschrauben. Ja. Darüber hinaus kommt jeder Polar mit einer Batterie und einem Ladebooster. Das heißt, ein autarkes Stehen ist ohne Probleme möglich. Und anders als bei anderen Herstellern beispielsweise, gibt es bei uns dieses Autarkie-Paket auch gar nicht, sondern unser Wohnwagen ist grundsätzlich immer autark. Was für eine Batterie verbaut ihr da? Ist das AGM oder habt ihr gleich Lithium dabei? Nein, wir haben eine AGM-Batterie. Okay, eine 100 Ampere AGM-Batterie. Gibt es da eine Möglichkeit zum Upgraden, dass man sagt, man möchte auf Lithium gehen? Oder? Die gibt es, aber das muss dann über unseren Handelspartner eingebaut das werden. Das funktioniert über den Händler. Genau. Prima, wenn du einmal kurz in Richtung Dusche läufst, dann kann ich nämlich an dir vorbei. Und ich zeige hier mal die andere Seite. Sehr wohnlich. Sehr, sehr wohnlich. Das ist so, ja. Das macht natürlich das dunkle Holz, macht es sehr gemütlich in dem Wagen. Prima. Ja, Kjelle, dann kannst du mir vielleicht als allerletztes, weil ich weiß, dass viele meiner einer inklusive an Technik interessiert sind, noch einmal schauen, wo zum Beispiel, noch einmal zeigen, wo die Heizung verbaut ist. Die Heizung müsste... hier verbaut sein. Hier ist die alte 3030. Daneben, das ist der Frischwassertank, nehme ich an. Genau. Ja. Und du hattest ja gesagt, Abwasser, wo sitzt das? Abwasser sitzt innenliegend, wo genau, kann ich gar nicht genau sagen. Ist auch nicht so schlimm, das glaube ich dir jetzt einfach mal, dass er das hat. Genau. Aber innenliegend war vor allem der richtige Fakt. Vielleicht ist das nochmal wichtig zu betonen. Alles, was in diesem Fahrzeug oder in unseren Fahrzeugen ist innenliegend. Jeder Tank, jede Leitung etc. pp. Wenn man unter das Fahrzeug guckt, sieht man nichts außer die Bremsleitung. Jeder Tank ist isoliert. Jeder Tank ist beheizt, jede Wasserleitung ist beheizt, also die Wasserleitung, die jetzt hier zu dem Wasserhahn führt, ist beheizt, die Wasserleitung, die zu dem Wasserhahn im Bad führt, ist beheizt, also hier friert auch nichts ein. Ja. Hier ist alles immer beheizt. Prima. Ja, Kjelle, ich würde fast sagen, jetzt schauen wir uns mal den Black Line an. Das war jetzt der Blue Line und das bedeutet also, dass in Anführungszeichen, also zumindest preiswertere Fahrzeug, ja, billig sind die alle nicht. Nein. Ich glaube, das darf man gleich mal so vorweg sagen. Den Preis, den nennen wir am Ende. Und jetzt schauen wir uns trotzdem mal im Vergleich den Black Line an und schauen, was hier die Unterschiede sind. Der Black Line haben wir, ähnlich wie unseren Customized-Modellen, immer ein schwarzes Exterieur gegönnt. Das bedeutet schwarze Streifen zu weiß und eine schwarze Kehlerleiste. Ja. Das ist in den normalen Customized-Modellen nicht Serie. Da ist es eher, wenn Sie mal auf das andere Fahrzeug gegenüber oder du auf das andere Fahrzeug gegenüber schwenkst. So sieht ein Customized auch aus, nur ja. Eben in Schwarz und in Glattblech. Ja, ich wollte gerade sagen, der hat auch noch das Hammerschlagblech. Ich habe hier gerade mal kurz auf die Deichsel drauf geschaut. Verbaut ihr grundsätzlich Alco-Chassis? Wir haben grundsätzlich immer Alco-Chassis. Was man dazu vielleicht auch sagen kann, was sehr spannend ist, wir haben verstärkte Alco-Chassis. Das bedeutet, wir haben verstärkte Längs- und Querstreben in Kooperation mit Alco unter die Chassis gebaut. Das ermöglicht eine viel höhere Fahrstabilität, gerade bei den Monoachsen, aber auch im Tandemachserbereich. Ja. Ein großer Unterschied zur Blackline ist tatsächlich auch, dass wir bei der Blackline immer eine Duo-Control verbaut haben. Ja. Das kann man bei der Blueline optional dazu bestellen. Okay, hervorragend. Also
Keine Überraschung in der späten Nacht, wenn mit einmal die Heizung ausfällt. Genau, richtig. Sehr gut. Wobei die Du-Control aus Erfahrung wird das von unseren Kunden immer mitbestellt. Die ist dann auch im Aufpreis nicht ganz so teuer. Kann ich aus eigener Erfahrung auch nur wärmstens empfehlen. Und ich glaube, jeder, der vor allem beim harten Wintercamping das mal erlebt hat, komischerweise gehen stimmt, ja Gasflaschen immer nachts alle. Ne? Ja, das ist einfach die gehen so. Nie am Tag alle. Die gehen nie am Tag alle, genau. Das ist immer ganz gewiss. Ja, so ist das. So ist ja, ich schaue gerade mal, die Aufbautür, unterscheidet die sich von der Blue Line? Genau, das ist eine größere Aufbautür. Das wollen wir in Zukunft und in den kommenden Modelljahren auch bei allen anderen Modellen verwirklichen. Da haben wir noch die schmalere Tür. Aber in Zukunft wollen wir auch auf die breitere Tür gehen. Ja. Ich sehe gerade hier auf der rechten Seite noch den Außengasanschluss, muss das sein, ne? Genau, der richtig. Rechte, ganz genau. Kannst du einmal ganz kurz, prima, einmal kurz geöffnet. Dann schauen wir eben noch links. Auf der anderen Seite hier haben wir, hier haben wir Landstrom. Und daneben haben wir noch die Außensteckdose mit 12 Volt. Richtig. Auch eine feine Sache. Ja, und ich glaube, dann ist es schon eine Zeit, dass wir reinschauen. Das machen wir gerne. Ja, herzlich willkommen in unserem Blackline Premium Produkt, muss man wirklich, kann man nicht anders sagen. Was sofort auffällt, glaube ich, ist, dass wir die Angel Kitchen, die wir in den anderen Modellen verbaut haben, gespiegelt haben. Die haben wir umgekehrt, was uns dadurch auch ermöglicht hat, eine Lounge-Sitzgruppe in den Blackline zu bauen. Also die Sitzgruppe unterscheidet sich schon mal sehr von den anderen Sitzgruppen in den anderen Modellen. Yeah. Wir haben rechts die Wand verstärkt, da kann ein 32 Zoll TV aufgehangen werden. Also das erklärt auch, warum da kein Fenster ist. Yeah. Das ist der TV-Platz tatsächlich. Damit wir auch hier wieder die Größenverhältnisse so ein bisschen erfassen können, wie lang ist der Aufbau dieses Fahrzeugs? Denn es wirkt riesig. Ja, der Aufbau dieses Fahrzeugs ist 8 Meter und 5 ungefähr, ja. Inklusive Deichsel 9,34 Meter. Jetzt muss ich bei dieser Größenordnung einfach mal fragen, nutzen das denn die meisten Leute tatsächlich, um den Wagen zu bewegen? Oder ist das eine Dauercamper-Lösung oder ist es beides? Es ist tatsächlich beides. Wir haben viele, die gerade in dem 37er-Bereich gerne diesen Wagen als Dauerstellplatzwagen nutzen. Ja. Aber auf der anderen Seite kann man wirklich auch sagen, dass wir viele Kunden haben, die reisen mit dem Fahrzeug. Das haben wir auch auf dieser Messe immer wieder gehört. Wir wollen reisen. Wir sind uns auch nicht scheu vor der Breite oder vor der Länge. Was natürlich essentiell ist, dass da ein Mover drankommt, sonst kann man den nicht bewegen. Aber klar. Was haben wir hier für ein zulässiges Gesamtgewicht bei dem? Wir haben bei allen unseren Tandemachsen 2,65 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Bei den Monoachsen sind wir bei 2 Tonnen immer. Ja. Also Auflastung ist bei uns nicht möglich. Wir machen immer das Gesamtpaket. Ja, was hast du hier für eine Auflastung? Also beziehungsweise was ist nicht Auflastung? Entschuldigung, was hast du hier für eine Zuladung? Bedeutet, was ist also die Differenz zwischen Fahrzeuggewicht und zulässigem Gesamtgewicht? Man hat hier noch rund 550 Kilo Zuladung. Ja. Prima. Magst du einmal die Spüle öffnen für uns? Und du wolltest gerade noch was sagen, ich wollte dir gar nicht ins Wort fallen. Was natürlich sofort ins Auge sticht ist, wir haben anderes Holz verbaut. Es wirkt ein wenig vielleicht moderner, sagen die einen, oder eben ein wenig, ja, oder es wirkt auf jeden Fall anders als die bisher verbauten Hölzer. Wir wollten der Blackline wirklich etwas Besonderes spendieren und ich glaube, das ist mit dem Holz gelungen und wir merken, dass unser Wohnwagen Blackline tatsächlich auch ein Eyecatcher auf dem Caravansalon 2023 in Düsseldorf ist. Ja, wir mussten uns hier den Weg auch so ein bisschen freikämpfen und mit jeder Menge Absperrbändern uns den Wagen jetzt für ein paar Minuten sichern. Kjelle, trotzdem nochmal, also ja, es sieht anders aus. Was sonst noch macht den Unterschied zwischen der Blue und der Blackline? Vielleicht kannst du das nochmal so an ein paar Details erläutern. Sehr gerne. Wir haben hier einen anders verbauten Herd. Also wir haben hier einmal ein Induktionsfeld und die Möglichkeit, mit Gas zu kochen. Darüber hinaus haben wir zwei verbaute Kühlschränke. Das hat einfach den Hintergrund, wir haben uns letztes Jahr immer wieder damit beschäftigt, okay, oder auch die Aussagen von Kunden bekommen, okay, wir müssen immer eine Kühlbox zusätzlich mitnehmen, weil die Kühlschränke zu klein sind. Ja. Dann haben wir uns gedacht, okay, warum probieren wir es nicht einfach mal, einen Doppelkühlschrank in so ein Jubiläumsmodell zu bauen? Und es kommt wirklich hervorragend an. Für viele ist es wirklich der Problemlöser, weil sie natürlich durch die
zusätzliche Kühlbox auch wieder zusätzliches Gewicht haben. Klar, nun muss man allerdings auch dazu sagen, diese Wohnwagen werden, also wir sind natürlich jetzt gerade in Deutschland und natürlich geht es jetzt gerade um die deutsche Kundschaft, aber den Großteil eurer Kunden habt ihr tatsächlich in Schweden. So, jetzt muss man natürlich sagen, wenn man abseits ist, das heißt also fernab von allem, dann ist es wahrscheinlich auch noch wichtiger, eben viel Möglichkeiten zu haben zu kühlen. Exakt, genau. Weil jetzt könnte man sich natürlich fragen, okay, ein großer Kühlschrank, jetzt hat man zwei große Kühlschränke, das sind schon Luxussorgen, ne? Ja, das sind schon Luxussorgen, genau. Du hast es ganz richtig gesagt, unsere Kernmärkte sind immer noch Schweden und Norwegen und Finnland. Wir sind seit vier Jahren wieder auf dem deutschen Markt unterwegs. Davor waren wir relativ lange nicht mehr auf dem deutschen Markt. Das hatte einfach was damit zu tun, dass die Produktionskapazitäten bei uns in Dorothea eingeschränkt sind, weil wir natürlich nicht so viele Mitarbeiter haben. Wir haben 120 Mitarbeiter und wir können nicht tausende von Fahrzeugen fertigen, sondern bei uns beschränkt sich tatsächlich die Zahl der Fahrzeuge auf roundabout 700 im Jahr. Wir sind ein reines Manufakturprodukt. Jeder Wohnwagen wird von einem Mann gebaut. Das bedeutet, ähnlich wie bei AMG, One Man, One Engine, ist es bei uns ein Mann, ein Wohnwagen. Und so sind wir natürlich in der Produktion ein Stück weit limitiert. Will aber gar nicht sagen, dass das schlecht ist, sondern dass wir das eben erhält dadurch wahrscheinlich auch so ein bisschen diesen Manufakturcharakter. Genau, das erhält den Manufakturcharakter und steigert auch die Qualität, weil Qualität ist für uns essentiell. Diese Produkte sind teuer, das wissen wir. Wir arbeiten mit auf allerhöchstem Niveau. Unsere Qualitätssicherung ist auf allerhöchstem Niveau. Wir haben eine eigene Klimakammer bei uns am Werk. Jeder Wohnwagen wird bei minus 40 Grad in der Klimakammer getestet. Und damit meine ich nicht, dass das Stichproben sind, sondern jeder Wohnwagen von diesen 700 Stück, die das Werk verlassen. Jeder einzelne? Jeder einzelne wird bei minus 40 Grad in die Klimakammer gefahren. Und ein Mitarbeiter von uns steht im Wohnwagen und guckt sich 2, 3, 4 Stunden an, wie verhält sich dieser Wohnwagen? Gibt es Verziehungen etc.? Wo muss nachgearbeitet werden? Ja. Darüber hinaus wird auch jeder Wohnwagen mit 50.000 Litern Wasser beregnet. Das Wasser wird selbstverständlich aufgefangen und wiederverwendet. Aber so können wir jedem Kunden garantieren, das Fahrzeug ist dicht, 100%. Und da muss sich keiner Sorgen machen. Ja. Wie lange gebt ihr Dichtigkeitsgarantie? Sieben Jahre. Wo du es gerade ausgesprochen hast. Prima. Ja, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, das probieren wir auch aus in der Blackline, beziehungsweise haben wir gebracht, ist, wir haben anders als bei vielen anderen Caravan-Herstellern und anders als auch bei unseren anderen Produkten einen Elektrobackofen verbaut. Ja. Das hat den folgenden Hintergrund. Wenn man im Winter steht, haben wir dadurch einen Gasverbraucher weniger und Landstrom ist meistens auf jedem Campingplatz verfügbar. Ein Gasanschluss vielleicht weniger und so ist die Haltbarkeit der Gasflaschen ein Stück weit länger. Ja, Gasflaschen, nur der Vollständigkeit halber, 2x11 Liter, hatten wir gerade gesehen, ne? Richtig, so ist das. Ja. Okay, prima. Ja, die Kühlschränke, glaube ich, die brauchen wir nicht aufzumachen, die kennen wir alle. Vielleicht kannst du aber einmal, was ist das hier? Das ist ein Kleiderschrank, oder? Das ist ein Kleiderschrank, richtig. Da schauen wir alle mal. Ja, sehr geräumig, sehr viel Platz. Was haben wir rechts daneben? Auch nochmal ein Ablagefach. Da gibt es Platz für das, was man drunter trägt wahrscheinlich. Genau, richtig. Ja, dann werfen wir hier einen Blick auf das Schlafzimmer. Das Ganze, bevor wir es vergessen, kann man abtrennen durch einen Vorhang. Den haben wir hier auf der rechten, ja, von euch aus gesehen, auf der linken Seite. Und wir haben gerade was sagen, ich weiß es. Wir haben hier ein elektrisches Queensbett verbaut, was gleichzeitig neben einem Bett auch als quasi Sofa dienen kann. Ja. Auf der rechten Seite haben wir wieder eine verstärkte Wand. Auch hier kann noch ein 32 Zoll TV Platz finden, wer das gerne möchte. Ja. Genau, wir wollten bei dem Jubiläumsmodell klotzen und nicht kleckern. Ja. Also von daher, hier kann auch noch ein TV dran. Und so kann man natürlich auch, wenn man dann vom Bett aus Fernsehen guckt, auch in einer gemütlichen Haltung, dadurch, dass das Queensbett elektrisch ist, relativ gemütlich der Nacht entgegengehen. Ja, auf der anderen Seite rechts und links haben wir hier nochmal kleine Fenster. Sehr schön. Ja, du kennst eure Wagen besser als ich. Haben wir hier jetzt im Schlafzimmer noch etwas vergessen? Sollten wir noch etwas zeigen, was wir vielleicht noch nicht erwähnt hatten? Ich sehe gerade, hier oben ist die Klimaanlage. Die gehört dazu bei der Blackline, hattest genau, du gesagt? Genau, der Blackline ist grundsätzlich ausgestattet wie unsere Customized-Modelle. Und da ist die Dachklimaanlage immer Serie.
Genau, also das lässt sich dazu sagen. Bei den Customized-Modellen kann man auch eine Ledergarnitur wählen, wenn das gewünscht ist. Das ist auch echt Leder, das ist kein Kunstleder, das ist wirklich echtes Leder. Ja. Unsere Produktionsmaterialien holen wir auch relativ nachhaltig bei uns eben aus der Region. Genau, das lässt sich dazu sagen. Vielleicht zu dem Schlafzimmer haben wir hier auch wieder die Heizungsauslässe, auch wieder von der Alde. Ja. Also Alde in jedem Wagen. Prima, dann schauen wir jetzt noch zuletzt in das Bad. Nochmal zur Erinnerung, wir sind auf 2,50 Meter Breite, so wie bei allen Wagen von euch. Genau, richtig. Das sieht relativ ähnlich dem, was wir auch in der Blue Line gesehen haben, ne? Genau, richtig. Das Bad ist bei der Jubiläumsmodell oder bei dem Jubiläumsmodell relativ ähnlich zu der Blue Line. Es gibt aber die Möglichkeit, in den anderen 37er Customized oder in den 37er Modellen größere Bäder zu bekommen. Was heißt größere Bäder? Was würdet dann ihr? Vergrößert sich die Duschtasse. Ja. Dann ist der Aufbau auch ein bisschen anders. Dann hat man nicht diese Lounge-Sitzgruppe, sondern hat die klassische Rundsitzgruppe vorne im Bug und hat dafür dann ein größeres Bad. Okay. Wenn du einmal noch mal kurz in Richtung Dusche dich bewegst, ja. Du kannst ja, wie groß bist du, Kjelle? Ich bin 1,86 Meter. Okay, dann zeige ich jetzt gleich mal Kjelle in der Dusche, allerdings angezogen ohne Wasser. Genau. Damit wir mal schauen, wie das Ganze größenmäßig aussieht. So, das steht da und du hast auf jeden Fall nach oben, würde ich sagen, noch 3 cm Platz. Ja. Ich bin übrigens 1,87 und das passt auch ebenfalls hervorragend. Ja, klasse. Dann lass uns noch einmal in den vorderen Bereich gehen. Und zu guter Letzt... Hier vielleicht auch noch mal einmal die Variation, wie man das Cleanbed hochfahren kann. Auch das ist elektrisch. Darunter befindet sich auch Stauraum. Ja. Ach komm, den zeigen wir jetzt auch noch. Kannst du das einmal hochmachen, dass wir uns den Stauraum anschauen? Okay, das ist hier der Blick unter das Bett. Und ich nehme mal an, die alte Heizung, die sitzt wieder vorne. Richtig. Vorne im Staukasten, genau. Unterhalb der Sitzgruppe, ne? Richtig. Ja. Kjelle, es gibt eine Besonderheit übrigens. Das heißt, wenn man sich für einen Polar-Wohnwagen entscheidet, dann gibt es auch noch etwas dazu, was tatsächlich außergewöhnlich ist. Nämlich was? Das ist richtig. Wir geben jedem unserer Kunden einen Vanside-Stellplatz dazu. Vanside ist eine Plattform, die über Stellplätze in ganz Europa verfügt. Über 3000 mittlerweile. Tendenz weiter steigend. Die haben auch eine Filterfunktion für Wohnwagen, also für die, die jetzt sagen, oh, das ist nur was für das Vanlife oder für Reisemobile, dem ist nicht so. Wir haben viele Wohnwagenstellplätze. Dadurch schaffen wir ein Stück weit den Mehrwert für den Kunden. Wir wollen ihn im After-Sale auch nicht alleine lassen, sondern wollen da vielmehr auch was für den Kunden bieten. Ja. Das zweite Thema ist, dass wir eine Vollkaskoversicherung im Preis impliziert haben für ein Jahr mit unserem Kooperationspartner Horbach oder beziehungsweise der Versicherungsgesellschaft Helvetia. Ja. So, auch so lassen wir den Kunden nicht alleine, sondern er kauft ein fertiges Produkt inklusive After-Sales-Dienstleistung. Ja, jetzt haben wir ja eine ganze Menge gesehen. Wir haben uns die beiden Jubiläumsserien angeschaut von Polar, nämlich einmal die Blue Line, einmal die Black Line und ja, jetzt kommt der kleine schmerzhafte Moment. Kjelle, was kostet das Ganze jetzt? Fangen wir bei dem ersten Fahrzeug an. Also bei der Blue Line liegen wir, so wie er hier auf der Messe steht, bei roundabout 59.000 Euro. Ja, so wie wir ihn gesehen haben. Genau, so wie wir ihn gesehen haben. Bei der Black Line sind wir bei 93.000 Euro. Prima. Ja, so sieht das aus. Und du hattest ja gesagt, ihr fertigt relativ kleine Stückzahlen. Das heißt also, wenn man ein Fahrzeug haben möchte, wie lange ist da ungefähr die Vorlaufzeit? Das ist unterschiedlich vom Modell her und von der Zeit, wo man bestellt tatsächlich, weil wir immer in Produktionswochen, in einer Produktionswoche fertigen wir immer ein Modell. Ja. Das bedeutet tatsächlich, dass wir unter anderem relativ spontan liefern können. Spontan meine ich innerhalb von 2 bis 3 Monaten. Ja. Oder aber halt ein bisschen längerfristig, dann muss man so zwischen 4 bis 6 Monate warten. Aber länger als eigentlich 4 bis 6 Monate dauert es nie. Kjelle von Polar, vielen herzlichen Dank für die Vorstellung dieser herzlichen beiden Dank. Serien. Und ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, viel Freude auf den letzten Tagen hier auf dem Caravan-Salon 2023. Herzlichen Dank Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier präsentiert zu werden. Hervorragend. Herzlichen Dank. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.